Herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das 34. Lernvideo und wir werden hier das Riemann-Integral vorbereiten, indem wir uns die grundlegenden Objekte ansehen werden, die wir für die Definition des Riemann-Integrals benötigen, insbesondere die Treppenfunktion. Nun, in diesem Abschnitt grundlegende Eigenschaften werden wir diese Ziele verfolgen. Zunächst wird es darum gehen, eine ganze Reihe von Begriffen einzuführen. Was ist ein Quader im Rn? Was ist eine Treppenfunktion? Und was ist das Integral einer Treppenfunktion? Wir werden dann das Riemann-Integral einführen und grundlegende Eigenschaften des Riemann-Integrals uns erarbeiten. Insbesondere werden wir das Riemannsche Integrierbarkeitskriterium besprechen und den Satz oder die Identität von Fubini. All das wird in diesem und im nächsten Lernvideo geschehen. Um das Riemann-Integral einführen zu können, benötigen wir zunächst mal den Begriff der Treppenfunktion. Und in dieser Definition wird es darum gehen, zu erklären, was eine Treppenfunktion ist. Und dafür brauchen wir den Begriff des Quaders. Für uns ist eine Teilmenge des Rn, welche durch dieses n-fache kartesische Produkt von solchen halboffenen Intervallen gegeben ist, einfach ein Quader. Und diese halboffenen Intervalle, die haben Intervallgrenzen ai, bj und wir fassen diese Zahlen ai und die Zahlen bi zu einem Vektor zusammen und erhalten so zwei Vektoren ab im Rn. Es ist natürlich nur sinnvoll, sich so ein Intervall anzuschauen, wenn die obere Intervallgrenze größer gleich ist als die untere. Deshalb nehmen wir an, dass ai immer kleiner gleich ist als bi. Und wenn eins dieser ais gleich dem bi ist, dann hat man hier eben eine leere Menge stehen und der Quader ist dann auch die leere Menge, der leere Quader. Ja, dann führen wir diese Notation ein. Wir bezeichnen mit dieser Menge die Menge aller Quader im Rn. Und für zwei reelle Zahlen bezeichnen wir hiermit diesen speziellen Quader, der eben sozusagen ein Quader ist, dessen Kantenlängen alle gerade die Länge Beta minus Alpha haben. Insbesondere mit dieser Notation ist es so, dass der Quader 0,1 hoch n gerade der halboffene Einheitsquader ist. Ja, die Quader sind für n gleich 2 solche Rechtecke, für n gleich 3 sind es solche Würfel und für n gleich 1 sind die Quader gerade halboffene Intervalle. Gut, das n-dimensionale Volumen von so einem Quader kann man einfach berechnen. Das ist einfach das Produkt der Kantenlängen. Insbesondere für n gleich 1 ist es einfach die Länge des Intervalls, für n gleich 2 ist es eine Fläche, für n gleich 3 ist es das Volumen und für größere Dimensionen ist es halt das n-dimensionale Volumen. Dann eine weitere wichtige Definition ist die Definition der Indikatorfunktion einer Menge. Wenn wir eine Menge haben in Rn, dann können wir dieser eine Funktion zuordnen auf dem Rn. Und diese Funktion soll 1 sein, wenn der Punkt in der Menge drin liegt und 0 sonst. Und diese Funktion nennt man eben die Indikatorfunktion oder auch die charakteristische Funktion der Menge A. Ja, und damit können wir jetzt schon den Begriff der Treppenfunktion einführen. Eine Funktion f auf dem Rn mit Werten in R heißt Treppenfunktion, wenn die Funktion sich auf diese Art und Weise aufschreiben lässt, nämlich als eine Linearkombination von Indikatorfunktionen von Quadern. Und Linearkombinationen sind immer endliche Summen. Und so haben wir hier zum Beispiel eine Summe von n Vielfachen von diesen Indikatorfunktionen von Quadern. Wir haben diese Treppenfunktion im letzten Video schon gesehen, im Falle klein n gleich 2, also im Fall klein n gleich 1, also im eindimensionalen Fall. Und dort sehen die Treppenfunktionen eben so aus, dass wir hier
Intervalle haben auf der reellen Achse, die male ich mal hier in Rot ein. Beispiel so, und auf diesen Intervallen ist dann die Funktion eben konstant. Das heißt, die würde ich hier dann herunterspringen. Dann hätte ich vielleicht hier nochmal einen Wert hier oben. Und dann sieht man, dass diese Funktion eben solche Treppen hat, solche Stufen hat, und deshalb nennt man die eben Treppenfunktion oder auch Stufenfunktion. Und den Vektorraum aller Treppenfunktionen bezeichnen wir mit T vom Rn. Okay, zu diesen Definitionen ein paar Bemerkungen. Zunächst einmal enthält die Menge aller Quader auch diesen degenerierten Quader, den leeren Quader, der gerade die leere Menge ist. Dann, wie gesagt, ist die Menge aller Treppenfunktionen gerade die lineare Hülle der Indikatorfunktion von Quadern im Rn. So, jede Indikatorfunktion ist eine Abbildung von Rn nach R. Und damit haben wir mit dieser Menge eine Teilmenge des Vektorraums aller Abbildungen vom Rn nach R. Und die lineare Hülle ist damit auch ein Vektorraum. Das heißt, der Raum der Treppenfunktion ist ein Unterraum des Raumes der Abbildung von Rn nach R. Dann besitzt jede Treppenfunktion einen kompakten Träger. Also was ist der Träger einer Funktion? Wenn wir eine Funktion haben auf dem Rn, dann können wir uns die Menge aller Punkte anschauen, für die die Funktion von 0 verschieden ist. Das ist eine Teilmenge im Rn und die können wir abschließen. Und das nennen wir dann den Träger von f. Und das ist also eine abgeschlossene Menge sowieso nach Definition, und die ist eben dann kompakt, wenn die Menge gerade beschränkt ist. Und die Behauptung hier ist, dass alle Treppenfunktionen einen kompakten Träger besitzen, und das ist aber auch klar, denn eine Treppenfunktion ist ja die Linearkombination, also die endliche Summe von Indikatorfunktionen von Würfeln. Das heißt, wir haben dort endlich viele Würfel. Endlich viele, und nur auf diesen Würfeln kann die Funktion von 0 verschieden sein. Aber weil das endlich viele Würfel sind, können wir immer eine große Kugel finden, sodass alle Würfel in dieser Kugel enthalten sind, und der Träger der Funktion muss dann in dieser großen Kugel sein, und damit ist der Träger beschränkt und damit auch kompakt. So sieht man diese Behauptung. Also Treppenfunktionen haben einen kompakten Träger. Ja, weiter ist es so, dass der Wertebereich der Treppenfunktion aus endlich vielen reellen Zahlen besteht. Das liegt auch wieder daran, dass die Treppenfunktion eben die Summe, die Linearkombination ist von Indikatorfunktionen von Würfeln. Auf jedem Würfel kann die Funktion einen anderen Wert annehmen. Das heißt, sie nimmt nur endlich viele Werte an. Und der Wert 0 kommt immer vor, nämlich dann, wenn man sich nicht in dem Würfel, in dem Quader befindet. Und so sieht man eben, dass der Wertebereich von der Treppenfunktion aus endlich vielen reellen Zahlen besteht. Ja, und wenn jetzt der Wertebereich sozusagen eine endliche Menge ist, dann besitzt eine endliche Menge immer ein Maximum und ein Minimum, und damit ist eine Treppenfunktion automatisch beschränkt. Ja, und insbesondere sehen wir eben, dass damit der Raum der Treppenfunktion nicht nur ein Unterraum ist, der Raum aller Abbildungen, sondern das ist tatsächlich ein Unterraum der Raum des Raumes aller beschränkten Abbildungen von Rn nach R. Schauen wir uns nochmal diese Darstellung an von der Treppenfunktion. Die Definition ist ja, dass f eine Treppenfunktion ist, wenn so eine Darstellung existiert. Und in dieser Darstellung müssen diese Quader, die hier vorkommen, die müssen nicht disjunkt sein, und diese Darstellung ist auch nicht eindeutig. Das heißt, wir könnten andere Quader finden, die dieselbe Treppenfunktion definieren. Und wir können hier ein Beispiel nehmen, mal das Beispiel hier immer zweimal an. Dort hat man einen Würfel Q, das ist der Einheitswürfel.
also wenn wir in n gleich 2 sind, und wir zerlegen diesen Würfel in zwei Würfeln, in zwei Quader. Der erste Quader ist dieser hier und der zweite ist der daneben. Ja, und Q1 ist eben hier durchgegeben und Q2 eben hier durchgegeben. Und dann können wir die Indikatorfunktion über Q, die ja eine Treppenfunktion ist, ausschreiben als die Summe der Indikatorfunktionen von Q1 und Q2. Und es zeigt, dass diese Darstellung nicht eindeutig ist. Hierdurch, durch die linke und die rechte Seite, wird dieselbe Treppenfunktion definiert. Und wir sehen hier also, dass in diesem Fall diese Funktion zwei Darstellungen besitzt. Das zeigt den Punkt, dass die Darstellung nicht eindeutig sein muss. Jetzt schauen wir uns noch ein Beispiel an. Das zeigt, dass die Darstellung nicht disjunkt sein muss. Beispielsweise könnten wir, um in dieser Situation zu bleiben, uns einfach die Treppenfunktion ansehen, die durch die Indikatorfunktion auf Q2 gegeben ist. Und da stellen wir fest, dass wir diese auch schreiben können als die Treppenfunktion auf ganz Q minus die Treppenfunktion auf Q1. Und dann haben wir hier zunächst mal ein weiteres Beispiel für eine Treppenfunktion mit zwei Darstellungen. Und wir haben aber auch ein Beispiel, wo wir eine Darstellung haben, wo die Würfel nicht disjunkt sind. Ja, in der Definition der Treppenfunktion wird ja gefordert, dass ich diese als endliche Summe oder als eine Summe mit endlich vielen solcher Terme schreiben lässt. Jetzt kann es aber sein, dass wir einen Ausdruck bekommen, wo hier unendlich viele Summanden stehen und es sich trotzdem um eine Treppenfunktion handelt. Und das bedeutet, dass man vielleicht durch Umformen dann diese Reihe mit unendlich vielen Termen in eine Summe mit endlich vielen Termen umschreiben kann. Das heißt, man muss genau hinsehen. Und diesen Punkt möchte ich hier illustrieren. Und zwar basiert dieses Beispiel darauf, dass man sich so eine reelle Folge definiert. Ich möchte kurz illustrieren, wie diese Folge aussieht. Dazu male ich so Zahlengerade. Auf der Zahlengerade ist jetzt irgendwo die 0 und irgendwo die 1. Und wenn ich jetzt hier in den Ausdruck j gleich 0 einsetze, dann kommt da 1 minus 2 hoch 0 raus, also 1 minus 1. Das heißt, x0 ist gerade an der Stelle 0. Bei j gleich 1 kommt ein halb raus. Bei j gleich 2 kommt 3 Viertel raus. Und so geht es fort. Es wird immer das Intervall zu 1 hin halbiert. Und so kriegen wir eine monoton wachsende Folge, die gegen 1 konvergiert. Ja, und basierend auf dieser Folge können wir jetzt Würfel definieren. Und ich male mal die Würfel an im zweidimensionalen Fall. Der Würfel Q0 hat die Ecken 0, x0, x1 und darüber setzt man dann so ein Quader mit Höhe 1. Das wäre also der Quader Q0. Der Quader Q1 hat dann die halbe Breite und die gleiche Höhe und liegt direkt nebendran. Dann Q2 hat wieder die halbe Breite und liegt direkt nebendran und so geht das weiter. Man erhält also durch diese Definition eine Folge von disjunkten Quadern. Und das Ganze ist so konstruiert, dass wenn man diese ganzen Quader vereinigt, dann erhält man gerade den Einheitsquader, den halboffenen Einheitsquader, der hier definiert ist. Okay. Wir können jetzt diese Funktionenreihe uns ansehen. Das ist jetzt die Summe der Indikatorfunktion über diese ganzen Quader. Diese Reihe ist punktweise wohl definiert, weil wenn wir einen Punkt fixieren, x, dann liegt er in genau einem dieser Terme, die hier vorkommen. Das heißt, effektiv für jeden Punkt
besteht diese Reihe aus genau einem Term. Und aufgrund dieser Eigenschaft, die hier steht, stellen wir fest, dass das Ergebnis dieser Summation gerade die Indikatorfunktion des Einheitswürfels ist. So, wenn wir jetzt hier diese Identität ansehen, dann ist klar, dass f eine Treppenfunktion ist. Andererseits, wenn wir diese Definition sehen, dann ist es erstmal nicht klar, dass f eine Treppenfunktion ist, weil hier unendlich viele Terme addiert werden. Das heißt, man muss halt genau hinschauen, wenn man unendlich viele Terme hat, ob man den Ausdruck nicht vereinfachen kann, sodass am Schluss nur endlich viele Terme übrig bleiben. Und das muss natürlich nicht immer gut gehen. Und hier unten sehen Sie jetzt ein Beispiel, wo das nicht gut geht. Der einzige Unterschied zu diesem hier ist, dass wir jetzt für jeden dieser Indikator, für jede Indikatorfunktion noch so einen Vorfaktor 2 hoch minus j davor stehen haben. Das heißt, nach Konstruktion ist es schon mal so, dass der Wertebereich von g gerade aus der Folge 2 hoch minus j für j von 0 bis unendlich geht. Besteht, das heißt, dieses g nimmt unendlich, abzählbar unendlich viele Werte an und kann damit keine Treppenfunktion sein. Ja, bei dieser letzten Bemerkung geht es darum, dass man, wenn man einen Quader hat im Rn, dann kann man diesen Quader als kartesisches Produkt schreiben, zweier Quader niedriger Dimension. Und es ist halt so, dass die Dimension dieser beiden Quader sich gerade zur Dimension des ursprünglichen Quaders aufsummieren. In zwei Dimensionen kann man sich das Ganze so vorstellen, dass wenn wir hier einen Quader haben, dann können wir hier zwei, also das ist ein Quader in zwei Dimensionen, dann können wir diesen Quader schreiben als kartesisches Produkt zweier eindimensionaler Quader, das heißt zweier Intervalle, und diese Intervalle sind gerade dieses Intervall hier und dieses Intervall hier. Das heißt, das wäre hier Q', das wäre hier Q2' und dieses Q wäre dann eben Q' kreuz Q2'. Ja, und wenn wir das Beispiel hier auf drei Dimensionen erheben, indem wir hier ein bisschen mehr zeichnen, dann könnte man für Q' beispielsweise diesen zweidimensionalen Quader wählen und erhält dann diese Identität. Oder man kann natürlich auch Q' so belassen und für Q2' diesen zweidimensionalen Quader wählen. Genau, und formal kann man das eben so aufschreiben, wie es hier geschehen ist. Und aufgrund der Definition des n-dimensionalen Volumens stellt man dann eben fest, dass das Volumen des Quaders Q gerade das Produkt ist der Volumina dieser Quader Q' und Q2'. Na, in Dimension gleich 2 ist ja der Flächeninhalt eines Quaders gerade das Produkt der Kantenlängen, und die Kantenlängen sind die eindimensionalen Volumina der eindimensionalen Quader. Ja, hier kommt jetzt ein technisches Lemma. Wir haben ja gesehen, dass bei Treppenfunktionen die Quader, die der Darstellung zugrunde liegen, nicht unbedingt disjunkt sein müssen. Und mit diesem Lemma kann man eben zeigen, dass man immer eine Darstellung finden kann, wo die Quader disjunkt sind. Eine andere Anwendung dieses Lemmas ist folgende. Nehmen Sie an, Sie haben zwei Treppenfunktionen, die eben zwei Darstellungen haben, und in den Darstellungen kommen verschiedene Mengen von Quadern eben vor, und Sie möchten jetzt eine Darstellung finden für beide Funktionen, die auf der gleichen Quadermenge basiert, und Sie können diese Quadermenge, mit der man dann beide Treppenfunktionen darstellen kann, eben auch mit Hilfe dieses Lemma 4.3 konstruieren. Okay, was ist das für ein Lemma? In dem Lemma schaut man sich zwei Quader an, zum Beispiel Quader Q und den Quader Q'. Quader Q, Quader Q'. Diese beiden Quader, die können disjunkt sein, aber die eigentliche Situation, die einen hier interessiert, ist
jene, wo die Quader nicht disjunkt sind, also wo die Quader sich schneiden. Vielleicht könnte der Quader Q' in dem Quader Q liegen oder vielleicht könnte es auch so einen nicht-trivialen Schnitt geben wie hier. Okay, so die erste Aussage, die man hier trifft, ist, dass der Schnitt dieser beiden Quader immer ein Quader sein wird. Am Bild ist es ganz klar, man sieht hier diese Schnittmenge, die ich jetzt hier mal blau markiere. Und da sieht man schon, dass es wieder ein halboffener Quader ist. Und wie man den Beweis hinschreibt, können Sie im Skript nachlesen. Das ist nicht kompliziert. Dann die zweite Aussage, die man hier macht, ist jene hier. Hier schaut man sich die Menge an Q ohne Q'. Ich markiere mal diese Menge blau. Diese blau markierte Menge. Und die Aussage ist, dass man diese Menge, die ja jetzt zunächst mal kein Quader ist, schreiben kann als eine disjunkte Vereinigung von endlich vielen Quadern. Und wie macht man das? Nun, das kann man hier an dem Bild einzeichnen. Man sieht hier einfach, man unterteilt diese Menge einfach in Quadern, indem man diese Linien hier einträgt. So, jetzt hätte ich schon eine Vereinigung von endlich vielen Quadern. Wenn man das im Beweis macht, dann wird man das systematisch machen, indem man sich die verschiedenen Koordinaten der Eckpunkte bei der Quader anschaut und dann kann man mit Hilfe dieser Eckpunktkoordinaten dann systematisch 3 hoch n minus 1 disjunkte Quader erzeugen und die Quader, die man dort erzeugt, sind dann jene hier, wo man noch feiner unterteilt. Okay, und dann sieht man in diesem Beispiel hier ist n gleich 2, das heißt man erzeugt 3 hoch 2 minus 1, also 8 Quader und da können wir jetzt mal nachzählen, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Quader hat man hier. Okay, und das ist die Aussage. Also man kann Schnitt von 2 Quadern immer schreiben als disjunkte Vereinigung von 3 hoch n minus 1 Quadern, die disjunkt sind eben. Und je nachdem, wo der innere Würfel liegt, wenn der zum Beispiel nicht in dem größeren Würfel enthalten ist, sondern den schneidet nur. Und in dem Fall sind halt einige dieser 3 hoch n minus 1 Quader leere Quader. Okay. So, die Konstruktion dieser disjunkten Quader ist an dem Bild hier auch, denke ich, verständlich. Und wie man das formal aufschreibt, können Sie im Skript nachsehen. Ja, in dem letzten Punkt soll es darum gehen, dass man auch die Vereinigung von 2 Quadern immer schreiben kann als eine disjunkte Vereinigung von endlich vielen Quadern. Da kann man hier im Allgemeinen 2 mal 3 hoch n minus 1 Quader finden, in speziellen Fällen auch weniger. Und manche dieser Quader, die können auch leer sein, aber sie sind alle disjunkt. Und die Quader sind jetzt so, dass man den ursprünglichen Quader Q als Darstellung der ersten 3 hoch n disjunkten Quadern, Vereinigung dieser ersten 3 hoch n disjunkten Quader darstellen kann. Dann Q', dieser Quader lässt sich auch darstellen als die Vereinigung der letzten 3 hoch n Quader. Und der Schnitt von Q und Q' ist auch einer dieser Quader. Und die Situation, die man sich am besten vorstellt, ist folgende. Ich mache mal die Beschriftung weg, damit man sehen kann. Ist vielleicht jene, die man hier sieht. Und hier ist ganz klar, wie man diese Quader definieren würde. Man würde einfach hier ursprünglichen Quader unterteilen. In diesem Fall würden wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 disjunkte Quader finden. Die ersten 4 Quader ergeben Q. Die letzten 4 Quader ergeben Q' und der 4. Quader ist gerade der Schnitt von Q und Q'. Ja, und wie man das im Allgemeinen dann aufschreibt und in höheren Dimensionen die Konstruktion eben durchführt, das können Sie auch im Skript nachlesen. Das ist nicht ganz so interessant, aber man muss es halt hinschreiben. Das ist auch nicht gut. Ja, dann können wir ein erstes Lemma beweisen für
für Eigenschaften von Treppenfunktionen. Die erste Aussage hier ist folgende, dass wenn man zwei Treppenfunktionen hat und ein Skalar Lambda, dann ist die Linearkombination f plus Lambda g auch wieder eine Treppenfunktion. Dann wird ja auch gesagt, dass f mal g eine Treppenfunktion ist. Mit f mal g, um das nochmal klar zu machen, ist folgende Funktion gemeint. Da ist gemeint die Funktion von rd nach r, die x abbildet auf Produkt von fx mal gx. Und auch das ist eine Treppenfunktion. Und die letzte Aussage ist, dass der Betrag von f auch eine Treppenfunktion ist. Und wie zeigt man das? Nun, wenn wir vielleicht damit anfangen, dann stellt man erstmal fest, dass mit Hilfe dieses Lemmas, das wir uns gerade klar gemacht haben, dieses Lemma, bei dem es um die Würfel ging, kann man OBDA, also ohne Beschränkung der Allgemeinheit, annehmen, dass f und g eine Darstellung besitzen, die auf der gleichen Quadermenge beruht. Das heißt, wir können einfach annehmen, dass f die Gestalt hat, f ist die Summe von endlich vielen, sagen wir n Quadern. Die Linearkombination der Indikatorfunktion von n Quadern. Und g ebenfalls. Halt mit einem anderen Koeffizienten, c Hut j. Ja, und wenn man dann eben f plus Lambda g rechnet, dann ist es einfach unter Linearität der Summe dieser Ausdruck hier. Und dann sieht man, dass das wieder eine Treppenfunktion ist und die Koeffizienten bei der Darstellung sind halt gerade die Linearkombination der Koeffizienten der Darstellung von f und g. Und damit hat man sowas gezeigt. Ja, wenn man sich klar machen möchte, dass der Betrag einer Treppenfunktion wieder drin liegt, dann muss man nur feststellen, ja, wenn die QJs eben disjunkt sind, dann ist die Darstellung des Betrages von f gerade die Summe von Betrag cj mal die Indikatorfunktion von der Quader. Vielleicht hat man benutzt, dass QJ disjunkt sind und mit Hilfe des Lemmas kann man immer eine Darstellung finden, sodass die Quader eben disjunkt sind. Paarweise disjunkt. Und wenn man jetzt hier hinsieht, dann sieht man eben, dass das auch wieder eine Treppenfunktion ist und damit hat man diese Aussage auch bewiesen. Ja, und wenn man sich klar machen möchte, dass das Produkt von f und g, also das Produkt zweier Treppenfunktionen, wieder eine Treppenfunktion ist, dann wird man eben die Darstellung von f und g miteinander multiplizieren. Da multipliziert man zwei Summen und dann kommen in dem Produkt kommen dann Terme vor der Form cj, dk, Hut. Das sind die Koeffizienten in der Darstellung von f, das sind die Koeffizienten in der Darstellung von g. Und dann kommt hier ein Produkt von Indikatorfunktion zweier Würfel. Und wenn man sich mal jetzt nur auf dieses Produkt der Indikatorfunktion bezieht, dann stellt man fest, dass dieses Produkt, wenn man es an dem Punkt x auswertet, gerade 1 ist, wenn der Punkt x in beiden Würfeln enthalten ist, also im Schnitt enthalten ist und 0 sonst. Und da wir wissen, dass der Schnitt zweier Quader eben wieder ein Quader ist, ist das, was hier steht, die Indikatorfunktion eines Quaders. Und damit sieht man dann letztlich, dass auch das Produkt wieder eine Treppenfunktion sein muss. So, die zweite Aussage, die man in dem Lemma trifft, ist folgende. Man schaut sich eine Treppenfunktion an auf Rn und man legt eine Dimension fest, m, die echt kleiner ist als n. Wenn man das tut, kann man daran denken, dass man Rn ja schreiben kann als das kartesische Produkt von Rm kreuz Rn minus m. Und wenn man einen Punkt x hat im Rn, dann kann man den zerlegen in einen Vektor x' im Rm
und ein Vektor x2' in Rn minus m. Hier ist x' besteht eben aus den ersten m Komponenten von x und x2' besteht aus den letzten n minus m Komponenten von x. Ja, und man kann sich jetzt zwei Funktionen konstruieren, die auf diesen niedrigdimensionalen Vektorräumen Rn bzw. Rn minus m definiert sind. Und das macht man wie folgt. Zum Beispiel kann man sich ein x2' festhalten, kann man fixieren. Und dann kann man sich die Funktion ansehen, wo man nur die ersten m-Komponenten variieren lässt. Es gibt dann eine Funktion von rm nach r und die ist so definiert. Und die Aussage hier ist, dass das eine Treppenfunktion ist auf rm. Und man kann das genau andersrum machen. Man kann x' fixieren, festhalten und nur die letzten n minus m Koeffizienten, die Koordinaten sozusagen verändern und man kriegt dann eben eine Abbildung auf n minus m, die hierdurch gegeben ist und die Aussage des Lemmas ist, dass das eine Treppenfunktion ist im rn minus m. Ja, um diese beiden Aussagen zu zeigen, reicht es aufgrund der Linearität der Treppenfunktion bzw. aufgrund der Tatsache, dass der Raum der Treppenfunktion eben ein Vektorraum ist, reicht es aus, dass man sich einfach eine Indikatorfunktion ansieht. Und man könnte sich also jetzt ein Q wählen, einen Quader im Rn. Und wir können uns daran erinnern, dass wir diesen Quader zerlegen können in den Quader Q', kartesisches Produkt mit dem Quader in Q2', wobei dieses Q' eben ein Quader ist, wie gesagt, im M. Und das Q2' ist ein Quader Rn minus m. Wenn man ein Bild malen möchte, das hier der Quader und man kann sich dann Q' vorstellen als dieses Intervall und Q2' als dieses Intervall vorstellen. Und das Produkt von diesen beiden Intervallen ergibt dann eben den Quader im R. So, und wenn ich jetzt eine Indikatorfunktion habe und die an dem Punkt X auswerte, und der Punkt X, den kann ich ja schreiben als zerlegen in X' und X2', dann stellt man fest, dass die Indikatorfunktion ja genau dann 1 ist, wenn X' in Q' drin liegt und x2' in q2' drin. Und das bedeutet, dass diese Indikatorfunktion einfach das Produkt ist der niedrigdimensionalen Indikatorfunktion. Ja. Okay, und wenn ich jetzt mir diese erste Situation mir ansehe und mal annehme, dass f eben gerade diese Indikatorfunktion ist von q, was man dann hier macht, ist folgendes, man hält einen x2' fest, das heißt, dieser Teil hier wird einfach zu einem Koeffizienten, der entweder 1 oder 0 ist, je nachdem wie das x2' gewählt wurde. Und dann sieht man, dass man hier einen Koeffizienten hat, mal eine Indikatorfunktion eines Quaders im Rm und das ist dann eine Treppenfunktion. Und andersrum, wenn wir jetzt ein x' festhalten, dann wird dieser Teil hier eben zu einem Koeffizienten, der eben 0 oder 1 ist und man multipliziert es dann mit einer Indikatorfunktion eines Quaders im Rm und erhält auf diese Weise wieder eine Treppenfunktion in Rn minus m. Und das gilt für alle solche Indikatorfunktion von Quadern und da eben der Raum der Treppenfunktion ein linearer Raum ist, überträgt sich das dann auf alle Treppenfunktionen. Wie die Details für das Argument aussehen, können Sie auch im Skript nachlesen. Ja, jetzt sind wir schon an dem ersten interessanten und wichtigen Punkt angelangt, nämlich wir möchten für die Treppenfunktion zunächst mal das Integral definieren.
Und hier sehen Sie Definition. Wenn f eine Treppenfunktion ist, das heißt, man kann f so darstellen, dann definieren wir das Integral über f durch diese Summe. Man summiert von j gleich 1 bis n, nimmt diese Koeffizienten und multipliziert es dann mit dem n-dimensionalen Volumen der Quader, die hier bei der Indikatorfunktion dran stehen. Und das ist eben das Integral der Treppenfunktion, das hier definiert. Hier sehen Sie zwei verschiedene Schreibweisen. Einmal, wenn Sie das Argument der Funktion ins Integral schreiben möchten, dann hat man hier eben fx und kennzeichnet sozusagen die Variable, nach der man integriert, mit dem dx. X ist hier ein Vektor im Rn. Und wenn Sie das Argument nicht angeben möchten, dann können Sie das einfach auch so aufschreiben, verkürzt, und das dx weglassen. Okay, wie muss man sich das jetzt vorstellen, was hier wird? Das macht man sich am besten klar, indem man sich zunächst mal auf den Spezialfall zurückzieht, dass f die Treppenfunktion einfach eine Indikatorfunktion ist eines einzelnen Würfels, eines Quaders, also sei Q ein Quader in der n und sei c mal dieser Koeffizient eine nicht negative Zahl. Dann können wir uns diese Treppenfunktion anschauen und das Integral der Treppenfunktion, und nach Definition ist es dann c mal das n-dimensionale Volumen des Quaders Q. Und das ist aber nichts anderes als das n plus 1-dimensionale Volumen dieses n plus 1-dimensionalen Quaders mit Grundfläche Q und Höhe C. Also das Bild, das dazu gehört, ist folgendes. Wir haben hier also unser Koordinatensystem. Hier steht das X für eine Variable im Rn. Und hier ist der Wert von fx. Wenn wir jetzt f so wählen, bedeutet das, dass wir hier irgendwo einen Quader haben, Q. Und über den Quader haben wir jetzt, ist die Funktion eben konstant und hat den Wert c, und außerhalb des Quaders ist die da jetzt, wenn jetzt q hier ein n-dimensionaler Quader ist, ist das hier Schraffierte ein n plus 1-dimensionaler Quader, und das Volumen ist gerade hier durchgegeben, und das ist dann das Integral von f. Wenn dieses c negativ ist, Beispiel in diesem Fall hier, dann haben wir hier auch diese grün schraffierte Fläche, und das Integral wäre dann minus der n plus 1 dimensionale Flächeninhalt oder das n plus 1 dimensionale Volumen dieser grün schraffierten. Okay. Im Eindimensionalen, das heißt, wenn n gleich 1 ist, dann ist q gerade ja ein Intervall. Und q kreuz 0c ist dann ein Rechteck. Das entspricht dann genau diesem Bild. Ich könnte dann hier also Intervallgrenzen anmalen, a und b. X wäre dann im R und hier wäre mein c. Und so haben wir tatsächlich das Rechteck mit Kantenlänge b minus a und c. Und das Integral über die Indikatorfunktion c mal 1 Intervall q ist dann eben gerade der Flächeninhalt dieses Rechtecks. Im Fall n gleich 2 ist q selber schon ein zweidimensionales Rechteck, und q kreuz 0c wäre dann eben ein dreidimensionaler Würfel, und die Kantenlängen wären eben hierdurch gegeben, und das Volumen wäre dann eben b1 minus a1 mal b2 minus a2 mal c. Und das ist dann das Integral, das dort steht. Ja, wenn wir in der Darstellung von f disjunkte Quader haben, qj, dann können wir uns die Funktion etwa so vorstellen wie hier. Ich könnte hier hätte man drei Qs, ein Q1, ein Q2 und ein Q3, und die sind alle disjunkt. Und die Koeffizienten c würde man hier eintragen, da hätte man hier ein c1, hier wäre ein c2 und hier wäre die Höhe
bei c3. Und wir können uns dann das Integral eben vorstellen als die Summe der n plus 1 dimensionalen Volumen dieser Quader Q1 Kreuz Q1 bis Q3 Kreuz 3, also dieser drei gelb markierten Quader. Das ist eine mögliche Vorstellung, die man eben haben kann. Eine andere Interpretation ist folgende: Wenn wir uns n disjunkte Würfel vorstellen, mal welche hin, und wir uns vorstellen, dass diese Würfel mit verschiedenen Materialien gefüllt sind und deren Dichte durch CJ beschrieben sind, dann beschreibt CJ mal das dreidimensionale Volumen dieser Würfel im R3, beschreibt dann gerade die Masse des J-Würfels. Und das Integral von F, wobei das F immer noch von der Form ist, wie in der Angabe der Definition. Das Integral über f wäre dann die Gesamtmasse aller Würfel. Man würde da einfach die Massen aller Würfel aufaddieren und kriegt so die Gesamtmasse. Das kann man sich auch darunter vorstellen. Wenn wir jetzt kurz zurückgehen zu der Definition der Treppenfunktion, des Integrals einer Treppenfunktion, und uns die nochmal genau ansehen, dann sehen wir, dass wir auf der linken Seite eigentlich eine Eigenschaft einer Treppenfunktion f definieren möchten, aber auf der rechten Seite steht etwas, was diese Darstellung der Treppenfunktion beinhaltet. Da sehen Sie die cjs und die qjs, die eben in der Darstellung der Treppenfunktion vorkommen. Aber jetzt hatten wir uns ja klar gemacht, dass diese Darstellung gar nicht eindeutig ist. Dasselbe f kann man auf verschiedene Art und Weisen darstellen. Und das heißt, a priori ist hier die rechte Seite nicht eindeutig. Wir müssen uns also erstmal klar machen, damit diese Definition überhaupt wohl definiert ist, dass das, was hier rauskommt, nicht von der speziellen Darstellung abhängt. Ja, und das ist der erste Punkt in dieser Proposition, die wir jetzt diskutieren werden. Proposition 4.7, hier machen wir uns Gedanken über Eigenschaften des Integrals einer Treppenfunktion, und wir werden dann später sehen, dass sich diese Eigenschaften auch auf das Riemann-Integral dann verallgemeinern und übertragen lassen. Und der erste Punkt ist eben die Wohldefiniertheit, die Aussage, dass das Integral unabhängig ist von der speziellen Darstellung. Das kann man so formulieren, dass man sich zwei Treppenfunktionen nimmt mit zwei Darstellungen und dann zeigt, dass wenn f identisch ist mit f Hut, das heißt, wenn das die gleichen Funktionen sind, dann sind diese beiden Summen identisch. Und diese Summen sind gerade die rechten Seiten der Definition des Integrals von f bzw. f. Das heißt, was man hier dann folgert, ist, dass wenn f gleich f Hut ist, dann folgt Integral von f gleich Integral von f Hut. Und damit hat man gezeigt, dass die Definition Integrals einer Treppenfunktion wohl definiert. Ja, diese Aussage hier, da muss man ein bisschen mehr arbeiten. Das werden wir in einem extra Lernvideo, wo wir die Beweise diskutieren werden, dann auch tun. Wir kommen aber hier zunächst mal zur nächsten Aussage der Linearität. Die Abbildung, die eine Treppenfunktion auf ihr Integral abbildet, ist eine lineare Abbildung. Das ist auch sehr einfach zu sehen. Wir können hier zunächst mal Folgendes benutzen, was wir auch schon getan haben: Wenn wir zwei Treppenfunktionen haben, dann können wir ohne Beschränkung der Allgemeinheit annehmen, dass diese die gleiche Darstellung besitzen, beziehungsweise eine Darstellung besitzen, die auf den gleichen Quadern beruht. Das heißt, wir könnten annehmen, f habe die Gestalt Summe von cj Indikatorfunktion von qj und das g ebenso, halt mit anderen Koeffizienten, aber den gleichen Würfeln. Und dann sieht man, wenn jetzt Lambda eine reelle Zahl ist, dass dann f plus Lambda g, diese Linearkombination,
gerade diese Darstellung besitzt. Ja, und wenn wir jetzt zum Integral übergehen, dieser drei Ausdrücke, was wir einfach hier in Rot markieren werden, dann müssen wir nur die Indikatorfunktion durch das Volumen ersetzen. Durch das Volumen ersetzen, und zwar auch an diesen beiden Stellen hier. Okay. Und dann sieht man eben, dass wenn wir jetzt das Integral von f plus Lambda mal das Integral von g uns ansehen, aufgrund der Linearität der Summe kommt dann gerade das Integral von über f plus Lambda g raus. Damit hat man gezeigt, dass diese Abbildung linear ist. Ja, die nächste Eigenschaft ist die Monotonität und Positivität des Integrals. Und die Aussage ist, wenn f kleiner gleich g ist, und damit ist gemeint, dass für alle Punkte x fx kleiner gleich gx ist, dann sind die Integrale genauso sortiert, genauso angeordnet. Warum nennt man das auch Positivität? Nun, wenn wir für f die konstante Nullfunktion wählen, dann ist das Integral über f gerade 0. Und dann folgt aus g größer gleich 0 eben, dass auch das Integral von g größer gleich 0 ist. Das heißt, die Positivität wird erhalten. Bleibt erhalten beim Integrieren. Ja, diese Aussage sieht man auch sehr einfach. Dazu kann man wieder annehmen, dass f und g Treppenfunktionen sind, und man wählt die Darstellung so, dass die auf den gleichen Würfeln basieren. Und wir nehmen noch an, dass diese Würfel disjunkt sind. Auch das kann man hinkriegen mit Hilfe dieses Lemmas zu den Würfeln, des technischen Lemmas, das wir bewiesen hatten. Und wenn man das dann eben hat, dann ist für diese Situation die Annahme, dass f kleiner gleich g ist, äquivalent dazu, dass cj kleiner gleich cj Hut ist. Und was man dann eben bekommt, ist, dass wenn wir jetzt uns das Integral ansehen von f, dann ist es ja die Summe der cj mal die Volumen der Quader uj. Und wir sehen hier, dass ein Volumen ist immer eine nicht negative Zahl. Und das heißt, wenn cj kleiner gleich cj gut ist, dann ist auch die Summe dieser cj Volumen kleiner gleich als cj Hut mal Volumen. Und dann sieht man, dass das ja gerade Integral über f ist und das Integral über g, und man hält dann diese Anordnung. Ja, die nächste Aussage ist die Identität von Fubini, oder auch Satz von Fubini genannt, hier für Treppenfunktion. Die Situation ist folgende: Wir wählen uns eine Treppenfunktion auf dem Rn und eine Index m, eine Dimension m, die kleiner ist als n. Und dann ist es gut, sich daran zu erinnern, dass wir Rn uns jetzt vorstellen können als das kartesische Produkt von Rm kreuz Rn minus m, und dass wir ein x in Rn zerlegen können in x' und x2', so wie wir das schon gemacht haben in vorangegangenen Aussagen. Wenn wir jetzt eine Funktion haben auf dem Rn, dann können wir uns ein x' zunächst mal festhalten. Und was wir dann erhalten, wenn wir das x' festhalten und nur noch über die letzten n-m-Komponenten f verändern, wir erhalten dann eine Abbildung, die eine Treppenfunktion ist auf dem Rn minus m. Das hatten wir uns schon klar gemacht. Und so eine Treppenfunktion können wir integrieren. Und das ist also hier passiert. Und wir halten jetzt dann eine reelle Zahl, und diese reelle Zahl wird von x' abhängen.
Das heißt, wir erhalten auf diese Art und Weise eine Abbildung, die ein x' nimmt aus dem Rm und auf eine reelle Zahl abbildet. Und das ist das, was man hier sieht. Und die erste Aussage ist, dass diese Abbildung x' auf das Integral von f nach x2', dass diese Abbildung eine Treppenfunktion ist. Das ist die erste Aussage beim Fubini. Zu dieser ersten Aussage gehört auch die Beobachtung, dass man die Rollen von x' und x2' vertauschen kann. Das heißt, man kann x2' festhalten, dann erhält man eine Treppenfunktion auf dem Rm. Die kann man integrieren und die reelle Zahl, die dort rauskommt, wird von x2' abhängig sein. Und auf diese Art und Weise erhält man eine Abbildung von Rn minus m nach R. Und auch diese Abbildung ist eine Treppenfunktion. Die zweite Aussage ist nun, dass wenn man diese Treppenfunktion, die man hier erhalten hat, integriert über Rm oder über Rn minus m, zum Beispiel hier und hier, dann kriegt man immer das Integral von f über Rn. Und das bedeutet, dass man sozusagen das Integral über Rn durch iteriertes Integrieren nach x' und dann nach x2' oder nach x2' und x' eben ausrechnen kann. Ja, wie sieht man nun diese Identität von Fubini? Nun, am besten schaut man sich dazu die spezielle Situation an, dass das f einfach eine Indikatorfunktion ist eines Quaders. Und wenn man das, die Aussage für so eine Indikatorfunktion beweisen kann, dann kann man die auch für beliebige Treppenfunktionen beweisen, denn Treppenfunktionen sind Linearkombinationen von Indikatorfunktionen von Quadern und das Integral ist linear. Das heißt, man kann sich wirklich nur diese Situation hier ansehen. In der Darstellung ist Q eben ein Quader im Rn und wir hatten bereits gesehen, dass wir dieses Q immer darstellen können als kartesisches Produkt zweier Quader, wobei dieses Q' eben ein Quader ist im Rm und Q2' ist ein Quader in Rn minus m. Weiter haben wir gesehen, dass wenn wir dieses f, das diese Indikatorfunktion ist, auswerten an dem Punkt x' x2', dass dann diese Indikatorfunktion des Quaders Q faktorisiert in die Indikatorfunktion des Faktors des Quaders Q' mal die Indikatorfunktion des Quaders Q2'. Ja, und wenn man das nun benutzt und jetzt f über die letzten n minus m Komponenten integriert, das heißt über x2', dann kann man diese Identität dort einsetzen. Und dann stellt man zunächst mal fest, dass wenn man dieses x' hier ja festhält, was man ja tun kann, weil man nur über x2' integriert, dann ist das einfach ein Koeffizient für die Indikatorfunktion von Q2' und nach der Definition des Integrals dann das, was da draus kommt, einfach die Indikatorfunktion, also dieser Koeffizient mal das Volumen, das n minus m dimensionale Volumen, ich schreibe es jetzt mal nicht hin, von Q2'. Das, was hier steht, ist genau das Ergebnis dieser Integration für den Fall, dass f eben eine Indikatorfunktion. Und hier sieht man eben die Struktur, die man erhält. Man erhält eine reelle Zahl, nämlich dieses Volumen, mal eine Indikatorfunktion eines Quaders im Rm. Und damit hat man eben eine Treppenfunktion erhalten im Rm. Vielleicht mache ich hier mal ein bisschen mehr Platz. So, und was wir jetzt machen möchten, ist einfach diesen Ausdruck nochmal integrieren über Rm. Machen wir hier vorsichtshalber noch solche Klammern und wir brauchen ein bisschen Platz.
Also beim zweiten integrieren wir nach dx', dann brauchen wir hier wieder das Integral m', hier ebenfalls. Ja, und jetzt können wir auch wieder die Definition des Integrals der Treppenfunktion anwenden. Hier haben wir den Koeffizienten. Den müssen wir einfach dann hinschreiben. Und damit den Volumen des Quaders aus der Indikatorfunktion multiplizieren. Das ist jetzt ein m-dimensionales Volumen. Und dann sehen wir, dass wir diese Zahl bekommen. Und diese Zahl ist gerade das Volumen von Q. Wobei wir ja benutzt haben, dass Q das kartesische Produkt ist von Q' und Q2'. Und so haben wir auch diese Identität hier gezeigt, von hier nach hier, für den Fall, dass f einfach die Indikatorfunktion ist eines Quaders. Wenn man jetzt die Rollen von x' und x2' vertauscht, kriegt man auch diese Identität hin, die zweite. Und wie gesagt, aufgrund der Tatsache, dass Treppenfunktionen Linearkombinationen von solchen Indikatorfunktionen sind und das Integral linear ist, erhält man dann die Aussage, die hier dasteht. Ja, in dieser Proposition haben wir an mehreren Stellen die Aussage des Lemmas hier verwendet, technisches Lemma. Und die Aussage ist folgende: Wenn wir zwei Treppenfunktionen haben, dann besitzen die zwei Darstellungen, die auf unterschiedlichen Würfelmengen basieren können und auch eine unterschiedliche Anzahl von Termen beinhalten können. Beispielsweise könnte das f eine Linearkombination sein von Quadern, die hier rot angemalt sind, und das g, f-Hut, könnte eine Linearkombination sein von Quadern, die hier in grün eingezeichnet sind. Und die Aussage dieses Lemmas ist nun, dass man dann eine Quadermenge finden kann, und zwar endlich viele Quader, und diese Quader sind alle disjunkt, sodass man f und f-Hut basierend auf dieser disjunkten gemeinsamen Quadermenge darstellen kann. Wie findet man diese Quader? Nun, man wendet dieses Lemma an, dieses Quaderlemma, das wir schon diskutiert hatten, aber man kann es sich an dem Bild das auch klar machen. Man unterteilt halt die Quader, die man hat, entsprechend. Ich zeichne das mal ein. Könnte man das so machen? Ja, dann sieht man, dass man jetzt durch diese zusätzliche Unterteilung endlich viele disjunkte Quader identifizieren kann, und man kann alle Quader von F als disjunkte Vereinigung dieser neuen Quader darstellen und auch alle Quader von f-Hut als disjunkte Vereinigung von diesen neuen Quadern darstellen. Und dann kann man diese Darstellung hier finden. Und die zweite Sache, die man dann eben auch einfach sieht, ist, dass dann diese Summen, die in der Definition des Integrals auftauchen, eben diese Identitäten erfüllen. Das heißt, hier haben wir die rechte Seite der Definition des Integrals einer Treppenfunktion basierend auf dieser Darstellung. Und hier haben wir die entsprechende Summe basierend auf dieser neuen Darstellung, die wir hier konstruieren. Und beide ergeben das gleiche Ergebnis. Und das gleiche gilt hier für f-Hut. Und in diesem Lemma 4.8 steckt im Wesentlichen dann schon die Aussage drin, dass dieses Integral für die Treppenfunktion wohl definiert. Und auch dieses Lemma werden wir in dem Beweisvideo dann diskutieren. Jetzt folgt auch eine praktische und wichtige Bemerkung. Bei der Identität von Fubini haben wir ja iteriert integriert, erst nach x' und dann nach x2'. x' und x2' waren ja mehrdimensionale Variablen im Allgemeinen. Wir können aber
Identität von Fubini iterieren. Und was man dann sehr einfach sieht, ist, dass man so ein Integral von f über den Rn ausrechnen kann, indem man n eindimensionale Integrale ausrechnet. Also indem man erst nach x1, dann nach x2 und so weiter bis nach xn eindimensional integriert. Und die zweite Aussage, die bei der Identität von Fubini eben vorkam, war ja, dass man die Reihenfolge vertauschen konnte. Man konnte erst nach x' und dann nach x2' oder auch erst nach x2' und dann nach x' integrieren und bekam das gleiche Ergebnis. Und das führt nun dazu, dass wenn wir das Integral auf der rechten Seite ausrechnen möchten, dann können wir auch die Reihenfolge der Integration beliebig vertauschen. Zum Beispiel erst nach x2, dann nach x3, dann nach x1 und so weiter, bis wir schließlich alle Komponenten ausintegrieren. Ja, man kann sich diese iterative Anwendung von Fubini auch noch geometrisch an einem einfachen Beispiel klar machen. Und zwar können wir im R3 uns einen Quader ansehen. Quader Q. Und wenn wir jetzt für f die Indikatorfunktion einsetzen des Quaders, ist ja das Integral von f über R3 nichts anderes als das dreidimensionale Volumen von Q. Und wir wissen, wie wir das ausrechnen. Dazu müssen wir diese Kantenlängen einzeichnen. Ich nenne mal das hier diese Kantenlänge B wie Breite, dann diese Kantenlänge hier H wie Höhe und diese hier T wie Tiefe. Und dann wissen wir, dass das Volumen gerade B mal H mal T ist. Und wir können jetzt natürlich das hier anders gruppieren. Wir könnten sagen, B mal H mal T ist B mal A mal T. Und dann stellen wir fest, dass B mal H ist ja nichts anderes als das zweidimensionale Volumen, also der Flächeninhalt Quaders Q'. Und den Quader kann ich hier mal schraffieren. Rechteck, dieses zweidimensionale Rechteck hier. Also dieses hier. Und das hat eben die Fläche B mal H. Und dann entspricht das hier der Integration über eine zweidimensionale Geschichte und dann eine anschließende eindimensionale Geschichte, beziehungsweise eine eindimensionale und dann eine dreidimensionale. Wir können das auch anders gruppieren, indem wir sagen, das ist dasselbe wie B und dann A mal T. Und dann stellen wir fest, dass hier ist das zweidimensionale Volumen, also der Flächeninhalt eines Quaders, den man in dem Bild eben hier identifizieren kann. Und was hier passiert ist, man hat also die Reihenfolge der Integration und auch die Zerlegung getauscht. Und man kann da jetzt noch andere Spiele treiben. Man könnte jetzt hier das auch schreiben als B mal T, andere Farbe, nee, Orange, also B mal T und dann mal H. Und B mal T ist der Flächeninhalt dieser Seitenfläche des Quaders. Okay, und natürlich kann man das Ganze auch so aufschreiben, wie es hier geschehen ist, nämlich als B mal H mal T. Und dann sieht man, dass das eben Produkt ist dieser eindimensionalen Volumina dieser Kanten B, H und T. Und das entspricht jetzt hier tatsächlich dieser rechten Seite. Okay, mit dieser abschließenden Bemerkung sind wir am Ende von dem Lernvideo. Wir werden uns dann im nächsten Lernvideo die Definition des Riemann-Integrals tatsächlich ansehen. Und die basiert eben auf den Treppenfunktionen und auf der Integration von Treppenfunktionen. Bis zum nächsten Mal.